Jo, liebe Freunde der gepflegten Bastelkultur, wie jedes Jahr, März, April, haben wir ja dann hier in Garitz immer das KC-Treffen, was wir als Hive-Community dann auch immer gern besuchen. Ja. Und so auch das letzte Wochenende fand dieses Treffen wieder statt, vom Freitag bis zum Sonntag. Und ja, war eine angenehme Geschichte, war wieder sehr, sehr inspirierend, obwohl wir dennoch sehr unproduktiv waren. Ja. Ich muss sagen, die Teilnehmerzahl, hatte ich so den Eindruck, hat ein bisschen wieder zugenommen. Ja, also alte Bekannte wie Volker Polers waren wieder da. Es war wieder sehr schön, mal eine Runde zu schwatzen, auch mal wieder über Forst und ähnliche Sachen. Ja. Und auch in unserem Hive-Kollektiv hat noch wieder ein neues Gesicht hinzugestoßen, der Eckert, was im Forum Gerhardi ist und der ja, ich glaube, voriges Jahr sein Hive gebaut hat. War jetzt das erste Mal aus Köln angereist zum KC-Treffen, alle Achtung. Ja, ich meine, erst 1943er Baujahr, kam dort an, rüstig, mit Rucksack und zwei Laptops drin. Und wir haben dort einige sehr schöne Gespräche geführt. Und ich hatte auch so den Eindruck, ihm hat das auch sehr gut gefallen auf dem Treffen da, weil halt auch so diese Vielfalt gegeben ist. Das ist natürlich auch viel schöner, als wenn wir uns nur in unserem Hive-Bereich dort irgendwo treffen würden. Ja, so hat man so diese ganze Kleincomputer- und Homecomputer-Szene aus der ehemaligen DDR dort versammelt. Und das ist natürlich eine wunderschöne Sache. Ja. Ein paar kleine Neuigkeiten gab es, also keine großen Sachen. Also nicht, es war mir jetzt zumindest nicht aufgefallen. Ja. Wir hatten noch einen Eggbot, also diesen kleinen Robby, der Ostereier bemalt. Das war also ganz interessant. Ich kannte das ja schon, hatte das eigentlich auch schon mal überlegt, ob ich so ein Ding mal baue. Aber also das so live zu sehen, ist natürlich immer wieder eine schönere Sache. Ja. Ansonsten war auch relativ neu. Ich möchte sagen, ich habe es auch noch nicht vorher gesehen, immer da mit einer ganzen Palette rund um den NDR-Kleincomputer. Also das war sehr interessant. Und ja, Zill und ich, wir mussten uns da sehr bremsen, dass wir da nicht gleich wieder in Faszination verfallen. Ja, weil man verzettelt sich dann so schnell wieder in neue Abenteuer. Ja. Naja, wie gesagt, so sehr viel Neues war es nicht. Ich hatte ein bisschen was fotografiert und dann auch ein paar kleine Filmsequenzen gedreht. Insofern einfach mal wieder als Abschluss des KC-Treffens 2019 ein paar Impressionen. Und natürlich viele Grüße auch wieder an alle, die anwesend waren. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich eigentlich auch schon wieder auf nächstes Jahr. Und ein großes Lob auch wieder an die Organisatoren. Das hat wie immer super geklappt. Auch die Location, denke ich mal, ist ideal für uns. Und ja, in diesem Sinne, bis demnächst in diesem Kino mit einigen Impressionen aus Garitz.
Musik.